Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Evolution Revolution. Viele kennen Tesla durch das ihm zugeschriebene Zitat: Wenn du das Universum verstehen möchtest, dann denke an Energie, Frequenzen und Schwingung. Der Regenbogen ist ein schönes Symbol für die Schnittstelle zwischen Geist und Materie, wobei sich beides durchdringt und bedingt. Wir nehmen nur einen Bruchteil der Realität um uns wahr, wozu auch das Lichtspektrum gehört. Ständig sind wir umgeben von Frequenzen, Sound und Schwingungen in verschiedenen Wellenlängen. Aussprüche wie "Oh, wir sind total auf einer Wellenlänge" oder "Da drin herrscht aber dicke Luft" und so weiter zeugt davon, dass wir jedoch alle ein tiefes Gespür für die Energien, Schwingungen und Frequenzen, die uns umgeben, haben. Was entdecken wir, wenn wir diese Schwingungen und Frequenzen sichtbar machen? Und welchen Einfluss hat es auf Gesundheit, den menschlichen Geist und unser Bewusstsein? Was bedeutet es für unseren Planeten und die menschliche Evolution, sich der Gesetze im Universum und der nicht in Worte zu fassenden, intelligenten, liebevollen Kraft, die alles ins Entstehen bringt, immer mehr gewahr zu werden? Wir erinnern uns und nichts kann das aufhalten. Entschuldigung. Hier sehen wir eine Gladni-Platte. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Durch Sand auf einer Platte, die einem gewissen Ton, der eine gewisse Frequenz trägt, ausgesetzt wird, entstehen sehr komplexe, wunderschöne Muster, die wir im ganzen Kosmos wiedererkennen können. Aber dazu später. Hier seht ihr ein Muster, das wir in dem Panzer von Schildkröten wiederfinden. Hier eines, das wir in Sonnenblumen wiedererkennen. Hier ein Seestern. Die Beispiele sind so vielfältig und wunderschön wie das Universum selbst. Wir sehen hier ein zweidimensionales Bild. So sehe vielleicht ein mehrdimensionales Klangmuster aus. Wenn ihr Energien wahrnehmen könnt, dann seht ihr es auch immer wieder in der Aura und den Energiemustern von Menschen. Wir können diese wunderbare heilige Geometrie auch in alten Kathedralen finden. Und haltet euch fest, auch in unserer DNA. Hier ein Beispiel für die alten Kathedralen. Und hier sehen wir unsere DNA-Moleküle. Wir sehen sie jedoch auch in den Umlaufbahnen der Sterne. Hier seht ihr, welche Muster entstehen, wenn man die Umlaufbahn der Planeten über einen längeren Zeitraum aufnimmt. Wie im Großen, so im Kleinen. Hartmut Warm hat unter dem Titel "Die Signatur der Sphären" wunderbare Bilder und Forschungsergebnisse veröffentlicht. Wenn ihr Sound meets Science in ästhetischer Weise ansehen möchtet, dann sucht euch doch einmal Nigel Stanford auf YouTube raus, der seine Musik mit beeindruckenden Experimenten verbindet. Aber welchen Einfluss haben Frequenzen, elektromagnetische Felder und anderes auf uns? Unter dem Video habe ich ein Video verlinkt, das man 1980 noch im Fernsehen sehen konnte. Dort wird beschrieben, wie Forscher Pflanzen bestimmten elektromagnetischen Feldern aussetzen und plötzlich wird aus normalem Mais Urzeitmais. Und er braucht viele Sachen nicht, mit denen unser heutiges genmanipuliertes Saatgut bespritzt wird. Oder Fischlaich von normalen Forellen wurde bestimmten Frequenzen ausgesetzt und plötzlich schlüpfen Urforellen. Welche heilsamen Auswirkungen könnten diese Erkenntnisse haben? Und welche unheilsamen Auswirkungen auf unsere DNA und unser Wohlbefinden haben Frequenzen, denen wir täglich ausgesetzt sind? Betrachten wir die Klimatik unter dem Gesichtspunkt des Wassers. Wasser ist ein Informationsträger. Ich habe in meinem Video "Wasser, lebendiges Bewusstsein" schon ein wenig dazu gesagt. Wasser strukturiert sich als Informationsträger auf unterschiedlichste Weise.
Masaru Emoto, ein japanischer Forscher, hat Folgendes gemacht, um uns das zu veranschaulichen. Er hat die Art, wie Wasser sich strukturiert, wenn man es verschiedenen Frequenzen aussetzt, fotografiert. Hier sieht man, wie unterschiedlich die Wasserkristalle sich strukturieren, je nachdem, welche Gedanken, Gefühle und Worte sie ausgesetzt wurden. Denn Gedanke, Gefühle und Worte, in der Bibel hieß es sogar, am Anfang war das Wort, also eine Vibration, enthalten ja Frequenzen, die Informationen in sich tragen. Hier sieht man Harmonie, Liebe, du ekelst mich an, du Dummkopf, etc. Wenn wir zum Beispiel Reis den exakt gleichen Umständen aussetzen, gleich viel Wasser, gleich viel Licht, gleich viel Reis, etc. und den einen Reis ignorieren, den anderen loben und anerkennen und den nächsten beschimpfen, dann wird der Reis, den wir beschimpfen, schimmeln. Der, den wir ignorieren, nicht viel tun und den, den wir sehen und achten und loben, der wird wachsen und gedeihen. Wir selbst bestehen auch aus über 70% Wasser. Wie informieren wir das Wasser in unserem Körper, durch das wir über das, was wir über uns und andere denken? Das sollten wir nicht ignorieren. Und auch die Wechselwirkung mit unserer Umwelt und welche Lebensmittel, also in welcher Form wir uns Leben vermitteln. Pflanzen und Bäume haben Bewusstsein, das wiederum mit unserem Bewusstsein verbunden ist. Das gilt natürlich nicht nur für Pflanzen, aber es ist schön, dass das materialistische Weltbild der toten, unbelebten Materie langsam verschwindet und die Menschheit sich wieder erinnert. Sogar im Mainstream wurde neulich veröffentlicht, dass Bäume Pheromone abgeben, die wir Menschen aufnehmen und die uns beruhigen, wenn wir im Wald spazieren gehen. Die Wissenschaft trifft auf das, was wir intuitiv wahrnehmen und erleben. Hier sieht man noch ein Bild einer menschlichen Lunge, eines Baumes, dem Mutterkuchen und dem Baum des Lebens, den Blitzen und den Adern in unserem Körper und so weiter. Sehr spannend ist dabei auch die Quantenphysik und wie sich Frequenzen auf unsere DNA auswirken. Wer sich dazu mehr informieren möchte, es gibt einen Link, der dieses Thema an der Oberfläche anspricht, um es dann vertiefen zu können. Ich verlinke das Video ebenfalls in der Videobeschreibung. Gehen wir nun noch kurz auf das menschliche Magnetfeld und das Magnetfeld der Erde ein. Also das menschliche Magnetfeld in Form des Magnetfelds des Herzens und auch dem unseres Gehirns. Wenn die in Einklang miteinander sind, dann haben sie einen enormen Einfluss. Jeder Planet gibt auch einen eigenen Ton von sich, der eine eigene Schwingung, also Frequenz, in sich trägt. Das Magnetfeld des Herzens und das Magnetfeld des Hirns schwingen sozusagen synchron mit dem Magnetfeld der Erde. Alles spiegelt das Ganze in sich wider, sei es der menschliche Körper oder die heilige Geometrie in der Natur, und wir sind ein Teil davon. Auch unser Chakrasystem spiegelt in den Formen und Strukturen unseres Energiefeldes die chematischen Muster, die heute hier im Mittelpunkt stehen, wider. Jede Emotion, jede Regung, jeder Gedanke ist ein Feuerwerk an Energie, das sich strukturiert oder auch blockiert und das Wasser in unserem Körper und unsere DNA informiert. Es ist wunderschön. Je mehr die Menschheit sich an diese wunderbaren Gesetze der Resonanz, der Schwingung, der heiligen Geometrie erinnert und erkennt, was es für die Technik und die Wissenschaft und vor allem für das Verständnis über dieses wunderprächtige Universum bedeutet, desto schneller entfaltet sich die Zeitlinie vor uns, auf die wir Starseeds und Freigeister so lange gewartet haben. Auch der menschliche Geist strukturiert sich in Form von gewissen Mustern. Auf diese Muster gehe ich zum Beispiel in meinem Video über Depression ein oder in meinem Video über der Mensch als Resonanzkörper. Ich freue mich auch, wenn dieses Video ein Sprungbrett der Neugier für dich ist, um zu erforschen, welche Innovationen im Bereich Gesundheit, sei es körperlich oder physisch, auf Grundlage dieses Wissens schon bald auf dem Planeten existieren
beziehungsweise jetzt schon existieren, aber noch sehr im Untergrund gehalten werden. Das Gleiche gilt für Technologien. Was auch Bewusstseinstechnologie, den Bereich der Quantenforschung, Biophysik und anderes beinhaltet. Also viel Spaß beim Forschen und bis bald. Ah, eins habe ich noch vergessen. Mein Kanal hat schon länger ein Shadowbanning, ist also nicht mehr zu finden und ja, kaum mehr abrufbar. Also freue ich mich umso mehr, dass ihr das Video gefunden habt. Und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn es euch angeregt hat, weiterzusuchen. Bis bald, eure Momo von Evolution Revolution.